Kinder, was geht bei euch ab? Junge, willkommen zu Surgeon Simulator. Ich wollte mir eigentlich meinen Kittel anziehen, aber ich habe ihn an den Patienten genäht. Die Steuerung. Ich habe das schon mal gespielt, deswegen weiß ich, wie man den Mittelfinger zeigt. Nämlich so. Ja, so. Ist das Brittany? Fuck. Und ich weiß, wie man ein Italiener wird. Bada Gio mio madre, buzzi buzzi. Ich spreche natürlich fließend Italienisch, weil ich einen Bart habe. Steph! Congratulations, Player of Surgeon Simulator 2030. Nein! Jack! Habe ich mir eine Pille genommen? Erstmal eine Pille einschmeiße, du heute nein. Bevor wirklich ein verantwortungsvoller Arzt. Bada Gio! Anfängt, zur Arztierin. Sage mal! Der ist zu blöd. Okay, wir brauchen doch keine Pillen. Ich will gerade noch kurz noch den Wecker hinstellen, wenn später wieder die Patricia kommt und hier aufräumen muss. Meinst du auch wieder, ich werde Idiot. So. Was haben wir denn hier eigentlich aufgenommen bis jetzt? Nein? Das ist natürlich schwierig, so ein Gerät, ne? In der Anschaffung leicht, aber wenn man es halt benutzen will, das kennt man. Ah, ja. So, wo habe ich eine Kassette hingemacht? Und schließen! Oh, fuck. Hier ist eh keine Kassette, oder? Habt ihr irgendwo eine Kassette gesehen? Oh, Mikey, okay, fuck this shit. Dann schauen wir uns dieses Filmchen mal an. Ja, für die jüngeren Zuschauer, das ist eine Videokassette. Die ist auch im wahren Leben schwer zu greifen. Vielleicht kann man es einfach mit Gewalt... Nein, schiebe das Ding! Ja, da bin ich gut. Meet the medic. All I can tell you about this next procedure is that it will be excruciating. Genau, du Guter. Du bist so gut. Lass mich dir ein bisschen über deine... Okay. Oh Gott, ich häng fest. Nein. Okay, alles klar, alles klar. Ich hing fest. Wenn ich den Mittelfinger zeige, vielleicht wird es dann besser. Ja, du putti putti boo, du putti putti boo. Vielleicht muss ich ihm den Mittelfinger da reinstecken. Ja. Ich bin nämlich auch Zahnarzt, das wissen die wenigsten. Jeder Zahnarzt weiß, dass man das natürlich rein aus Hygienegründen mit dem Zeigefinger macht, nicht mit dem Mittelfinger. Hallo! Und schon wird geheilt. Ich glaube, ich bin da fertig. Schwester, Tupfer! Ich erinnere mich, das ist doch in irgendeinem Video, da kriegt ihr dieses Ding aufs Herz gesetzt. Ganz, kein Problem. Wir müssen eigentlich nur das Herz freilegen. Nehmen wir dieses sanft, extrem sanfte Gerät. Achtung! So. Nicht in die Eier hauen. Das ist schon schwerer, als ich gedacht habe. Komm mal raus! Es wird schwieriger, als ich das, Oh nein! Schon wieder hängen geblieben, fuck! Ja, man soll nicht davor zurückschrecken, auch große Sachen zu benutzen. Das hat man natürlich im Studium schon gelernt. Da muss ich doch schaffen. Oh, ich habe mir übrigens vorhin diese Fallout 4 Demo angeschaut, ne? Von der E3. Alter Verwalter, I just came. Ja, und da ist er ab. Zack! Legen wir mal ganz vorsichtig hier hin. Einer reicht ja vollkommen. Also, jetzt sind wir hier mal in dem richtigen Spiel, ja? Nicht so Pille-Palle-Kacke. Das ist mir schon viel zu hektisch hier. So, da sind sie ja schon. Das macht überhaupt nichts. Die müssen auch an die frische Luft, ja? Die Schwester haut auch gleich noch den Dekanter, damit die noch ein bisschen atmen können, ja? Dekantieren noch ein bisschen, das ist natürlich wichtig, sowas. Also beginnen wir einfach mal. Wir schneiden hier mal ein bisschen, hier kurz, testen mal, ja? Natürlich blutet der Patient jetzt ein bisschen, ja? Das kann man nicht verhindern. Man muss doch manchmal wirklich gut reingehen, dass es funktioniert auch, dass man da... halt richtig im Griff hat, ne? Ja, jetzt habe ich schon Blut abbekommen. Jetzt, der Tag ist jetzt für den Arsch. Die unwichtigen Sachen werden hier jetzt entfernt. Wenn ihr das noch bei euch drin habt, ne? So wie weißer Zähne oder Polypen, einfach raus mit dem Scheiß. Aber am besten nicht von mir, weil ich habe ja schon einen Patienten. Ich hätte gerne so einen Sauger, damit ich die Knochenstücke einfach wegsaugen kann. Wenn es wirklich so anstrengend ist im wahren Leben. Dann aber gute Nacht. Ohne Knochensauger. Aha. Das sogenannte Schniedelwurstorgan, das habe ich hier gleich draußen. Kann ihm nicht einfach jeder jemand ein bisschen das Blut auffüllen, weil es wird hier langsam wird mir das zu bunt hier. Zu viel Rotanteil in dieser Operation. Schnell! Spritze! I need the spritz! Oh, Glück gehabt. Ich bin mir sicher, dass es eine Spritze auch in echt gibt. Die Spritzball und jede Blutung, jegliche Blutung, scheißegal welche, hört sofort auf. Wenn der Kenner da ist, der mir irgendwas gibt. Hier ist aber auch ein Saustall, wirklich. So, das kommt mal da rein. Wenn man nur fest genug dran zieht. Ja. Und da haben wir das schon mal draußen hier. Das legen wir mal dahin. Und schon haben wir den Salat. Nein. Schnell, er verblutet. Nimm doch die Scheißspritze. Hopp. Er schmeißt seine Uhr weg. Get the Spritz. Schnell, wenn wir es wieder reinstopfen. Vielleicht schafft er es dann. Oh Gott, das Ding schwenkert noch rum. Nein. Kommst du her? Oh Gott, voll ins Gesicht. Okay. Okay, okay, er stirbt zurecht. Er stirbt zurecht. Guck mal, ich lasse gerade mal kurz hier stecken. Oh, geht gar nicht, okay. Oh nein, voll ins Auge. Oh shit. Dabei bin ich doch gar kein praktizierender Augenarzt mehr schon seit ich meine Zulassung verloren habe, bin ich doch kein. Hör doch mal auf, jetzt zu schwingen! Oh Gott, Schwester, der Mann kann nicht atmen. Die Maske stört doch beim Atmen. Jetzt vorsichtig. Nicht reinfallen. Nicht reinfallen. Ah! Shit! Schaffen wir uns hier mal rein in den Bock. Ja, genau so.
Das ist ein Fortschritt, den man... Oh, oh. Schwester, ich brauch schnell die Spritz, Schwester. Fuck, hab ich mich selbst gespritzt? This is so amazing. Ich hab mich selbst gespritzt. Ja, so macht das Arbeiten Spaß. Komm her. Komm her. Na, komm her, kleiner Schlingel. Komm her, du. Wie so ein Junkie, der den Drachen jagt. Komm her. So. Wir machen hier ein bisschen was ganz... Was hältst du von dieser Niere? Gefällt sie dir? Schmeckt sie dir? Mmh, ist so lecker, gell? Die machen wir einfach mal rein hier in den guten Mann. Zack. Und die zweite nicht vergessen. So. Und zumachen. Schwester, ich werde dann soweit. Der Patient ist fertig. Ja, aber nicht aufdecken. Ist eine Überraschung da drunter, gell? Tschüss. Hey. Bab, down there. Und es ist so gut gelaufen. Mensch.